Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automation The Car Company Tycoon Game hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns jetzt hier im Szenario Auswahl und Statistiken. Und wir könnten jetzt hier mal die Tutorials noch durchmachen, weil das jetzt hier in dem Szenario endet. Das werden wir dann einfach mal tun. Wir werden mal einen City 2003 machen. Engine-Baudauer geringer als 24 Stunden. 60% City Eco und 30% City. Die Engine-Service-Kosten $250 pro Jahr. Gucken wir uns noch mal an, was wir da machen müssen. Ich glaube, wir brauchen... Also die Karosserie gibt es jetzt schon und wir müssen bloß den Motor dementsprechend anpassen. Puh, okay, ja, wir gucken mal, was das wird. Aber City Eco, da werden wir natürlich mal, denn wir haben im letzten Szenario, haben wir natürlich auch, hätten wir auch sagen können, dass wir so einen Dreizylinder nehmen. Baudauer geringer als 24 Stunden, das heißt also, das müssen wir damit. Haben wir da mehr Konstruktionszeit? Ist scheißegal, ist gleich. Gut, dann können wir Aluminium nehmen. Und dann ist hier aber die Konstruktionszeit doch schon arg unterschiedlich. Ja, machen wir 3. Na, machen wir Aluminium mal und... Nee, das dauert zu viel Konstruktionszeit, glaube ich. Weiß ich nicht. Also Produktionseinheiten, hier muss man Baudauer, ja. Naja gut, Produktionseinheiten, das ist eine Vorgabe. Und die Servicekosten sollen relativ gering werden. Gut, wir werden einen Dreizylindermotor machen, der... Leistungsvorgabe haben wir keine. Dann gucken wir mal. Dann machen wir mal einen Dreizylinder 1,2 Liter Motor, würde ich sagen, der... kurzrubig wird. Also kurzrubig ist der gar nicht, aber fast. So, dann machen wir genau 1200 Kubikzentimeter. So, was ist das? Zuerst mal Mount of Overdrive. Ach so, gut. So, dann gucken wir mal hier. Was braucht das hier? Konstruktionszeit benötigt CNC-Werkstatt. Ah, okay. Oh, das ist natürlich auch noch wichtig. Das muss man natürlich alles wissen nachher. Später mal für das, für die Wirtschaftssimulation. Eine Kurbelwelle machen wir natürlich eine geschmiedete. Wir machen ein geschmiedetes Haarpleuel und einen geschmiedeten Kolben. Und dann gehen wir mal weiter. Wir brauchen ein bisschen Verdichtung. Da brauchen wir wirklich ein bisschen mehr. Wir haben ja auch beim Kraftstoff haben wir ja keine Begrenzung drin. Deswegen können wir da natürlich dann auch einen klopffesteren nehmen. Wir nehmen natürlich einen Turbolader mit rein, der auf Verbrauch erstmal getrimmt ist. Oder machen wir Leistung? Ja, wir machen das Leistung erstmal. Kraftstoffeinspritzung, Direkteinspritzung, Drossel pro Zylinder. Das Ganze wird auf Leistung getrimmt und geht mit Super Plus ans Werk. Und dann können wir hier natürlich das Gemisch noch schön ein bisschen dran tun. Und die Drehzahl, hoffe ich, kann ich auch ein bisschen hoch tun. Momentan ist hier, zeigt Motorklopfen reduziert Zuverlässigkeit. Momentan sehe ich da noch nichts. Na gut, gehen wir mal weiter. Dann noch mal einen kurzen Gusseisernen, einzeln, ein bisschen dicker, Dreiwegeströmungsreflexion, Reflexion. So, jetzt haben wir da schon mal die ersten Werte. So, wir sind City auf jeden Fall drin, City Eco sind wir nicht drin. Okay. Wir haben kein Klopfen, wir haben... Okay, City Eco heißt ja, dass wir wahrscheinlich vom Kraftstoffverbrauch her zu hoch sind. Dann müssen wir den mal ein bisschen runternehmen. So, jetzt sind wir auch bei City Eco drin. So, Engine Service Kosten 250 pro Jahr. Okay, da haben wir ein bisschen mehr. Das heißt, da könnten wir vielleicht mit der Drehzahl runtergehen. Nee, das hilft dann nicht unbedingt. Okay, das spart auf jeden Fall schon mal Kosten hier. Aber da fliegen wir komplett raus. Nee, das können wir gar nicht, das können wir uns gar nicht leisten. Das können wir uns leisten, dass wir den Lufteinlass auf Standard machen. Wie sieht's aus mit Super? Das bringt uns hier keine Punkte und die Baudauer ist noch zu lang. Okay, dann gehen wir doch erstmal auf die Baudauer ein. Wir könnten natürlich hier noch... Können mal gucken, wie sieht das aus hier. Die Turbinen müssen noch ein bisschen größer. Damit das in
grüne Gefühle kommt. So, okay. Wir haben gar nicht mal so schlechte Leistung hier, ne? Gut, dann können wir vielleicht noch an der Drehzahl wieder doch ein bisschen nach oben gehen. Hier können wir auf 7,5 gehen oder so. 7,500. Das sieht doch ganz gut aus. So, die Verdichtung. Bringt uns das irgendwas bei... Dann müssen wir mal gucken, ob wir mal Klopfen kriegen. Können wir hier noch ein bisschen Verdichtung reinhauen da. Gut, jetzt sind wir dann direkt gleich ins Klopfen gekommen. So, wir sind noch Eco und wir sind also City Flitzer sind wir auf jeden Fall hier. So, jetzt können wir natürlich hier noch ein bisschen dran drehen, fallen aber bald aus dem City Eco raus. Na gut. Okay, dann lassen wir das lieber. So, dann gucken wir mal nochmal, ob wir hier vielleicht eventuell... Oh, da kriegen wir natürlich Ärger mit den Kolben bei hohen Drehzahlen, okay. Da kriegen wir auch Ärger und die Kurbelwelle machen, na, die geht. Aber... Kurbelwelle 8400 aus, okay. Ach ja, da sehen wir das ja, ne? Pleuelbelastung aufgrund der hohen Drehmomenten, okay. Puh. Wo können wir denn dort noch... Wir können hier ein bisschen Bauzeit sparen. Achso, da dürfen wir nicht rein. Wir könnten hier... Auch noch, gibt auch noch ein bisschen Bauzeit wieder her. Aber hier kriegen wir Ventilflatter dann, oder? Nee, das geht. Oh, Bauzeit sind wir gut. Okay, Bauzeit sind wir gut. Da hat sich noch nicht voll was getan. Wir haben ein bisschen weniger Leistung in den Ventilen, aber das geht. So, und jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir die Reparaturkosten runterkriegen. Nee, das hilft nicht. Macht uns das irgendwas hier kaputt? Nee, eigentlich auch nicht. Das ist eigentlich vollkommen egal. Die wird uns das Klopfen reinhauen, ja. Würde dann aber helfen. Das heißt, wir können ein bisschen... Ja, wir haben jetzt 100% Klopfen drin, ne? Das ist... Mit der Verdichtung runtergehen. Oh. Sind wir aber nicht mehr Eco, ne? Also jetzt kommen wir da hin, wo wir da so hin wollen, aber wir müssen jetzt noch ein bisschen ans Eco denken. Okay. Hey, wie können wir denn noch ans Eco denken? Wir könnten natürlich hier... Ja, da kommen wir natürlich wieder ins Klopfen. So, jetzt könnte ich es wieder magerer machen, glaube ich. Oh, das, ja, komme ich wieder ins Klopfen. Okay, so. Wir sind auch mehr auf City ausgelegt als auf City Eco. Ah, wir können die Drehzahl ein bisschen, das hilft uns noch ein bisschen. Ein bisschen näher ran an das, was wir wollen. Okay. Haben wir hier hinten noch? Haben wir denn hier hinten noch? Können wir hier noch? Das sammeln wir keine Punkte bei. Oh. 69,6 ist das schon das Beste. Auswurfklappen. Hilft auch nicht. Drei Wege Cut hilft auch nicht. Durchgehend macht es auch nicht besser. Nee. So. Wo könnten wir denn jetzt noch für Eco was rausholen? Beim Nockenwellenprofil könnte gehen, wenn wir da in Richtung normal gehen, aber dann kriegen wir das Klopfen rein. Ne? Nehmen wir die Verdichtung noch ein bisschen runter. Verlieren wir natürlich ordentlich an Leistung. Aber wir kommen noch nicht in gefährliche. Oh. Das gefällt mir eigentlich nicht hier. So, was ist das hier? Szenario fortsetzen. Das hat schon mal zumindest zu Silber geholfen. Gut. Und jetzt können wir ja wieder ein bisschen die Leistung anheben hier. Ah, da kriegen wir keine Punkte für. Sogar, wir können sogar noch runtergehen und kriegen immer noch mehr Punkte da oben. Wo müssen wir denn hin?
1400 und. Oh, noch weit ein wenig. Also Eco hätte ich jetzt behauptet, dass er eigentlich ein ganz guter Motor ist, der denn auch, was hat er denn hier, was beschwert er sich hier in Frontbrakes? Ah ja, gut. Na gut, wir können hier auf Verbrauch gehen. Ja. Müssen wir die Turbine aber trotzdem anpassen. Haben wir ja doch wieder einen eigenen. Da haben wir die Punktzahl wieder raus. Macht's auch nicht besser. Immer wieder aus dem Eco raus. Warum sind wir jetzt immer aus dem Eco raus, wenn wir einen Turbolader nehmen? Wenn wir einen Saugmotor nehmen, wie sieht's da aus? Gut. Aber fast keine Leistung, ne? Aber sparen da auch nicht an Kosten. Und sind aber auch aus dem Eco raus. Dann können wir vielleicht Super nehmen. Normal. Nur noch kein Klopfen. Da haben wir 1% Klopfen. Ultimate. Eieiei. Will ich Benzin. So. Da haben wir richtig große Sprünge. 77. 78. Und hier oben punktetechnisch gehen wir auch ganz gut hoch. Klopfen kriegen wir noch nicht. Wenn wir keinen Klopfen kriegen, können wir das ja machen hier. Sind wir zumindest schon mal auf Silber. Puh. Okay, gut. Aber 150 Punkte finde ich hier nicht noch irgendwo, oder? Gehen wir von den Punkten raus, sollen wir das Klopfen kriegen. Alles klar, okay, gut. Ja, dann, tja, das sieht ja schon mal, also, hey, Silber haben wir schon mal geschafft. Na gut, ja, das hat natürlich sehr viel Konstruktionszeit gebracht, ne? Und hier, aber wir könnten jetzt natürlich mit Direkteinspritzung hier, bleiben wir noch in den Parametern und haben das Eco, oh, da haben wir auch nicht gepostet. Gekriegt hier, bis auf 93. Da können wir wieder an anderen Stellen Schindluder treiben, um noch Punkte zu kriegen, ne? Wir laufen wieder auf Leistung gehen. Ach nee, dann sind wir von Kosten zu. Okay. Brauchst du pro Zylinder? Brauchen wir ein bisschen zu viel Entwicklungszeit. Okay, so, wenn wir hier auf Super Plus gehen. Oh, dann können wir sogar noch normal nehmen. Lichtbenzin, da kriegen wir natürlich nicht mit ihren Rissen. Na gut. Ist ja erstmal so nicht verkehrt, ne? Also. Haben wir jetzt natürlich jetzt, wenn ich die ja alle noch einsetze, dann kann ich nicht kleiner machen. Ist eigentlich für beide ganz gut geeignet. Dann testen wir den Motor mal noch, gucken uns den mal an. Oh. Ich wollte den angucken, den Motor. Nicht ausmachen, das Spiel. Sorry. Szenario fortsetzen. So, wir wollten das ausmachen. Wollen wir uns mal den Motor angucken, den wir jetzt hier gebaut haben. Ah ja, guck mal, hier von der Größe haben wir sogar ein leichtes. Wird man sogar ein leichtes Problem kriegen. Alles klar, okay. Wie sieht die Karosserie aus? Ach Gottes Willen, das ist ja niedlich. Okay. Okay, wir gehen aber nochmal zurück zum Motor. Wir wollen ihn erstmal. Im Autotest laufen. Was denn? Kann ich nochmal hören? Wir hatten den Auspuff ja nicht so verlegt. Wir sind auf die Idee gekommen. Na gut. Gut, dann gucken wir uns das Auto mal an, was es dann am Ende ist. Hier haben wir dann einen fertig durchkonstruierten kleinen City-Flitzer. Da dürfen wir überall nichts dran ändern.
Okay. So, Design, Märkte. Also da können wir ja, also hier, das Ding, das wirst du richtig gut los. Da hast du richtig Leute, die das kaufen wollen. Ja gut, das ist die Szenario-Zusammenfassung. Wir exportieren das Ding mal auch. Dann können wir den Gelegenheit bei in BeamNG mal fahren. Exportieren bitte. Da, ja, das wird ja dann noch lustig. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge das nächste Tutorial, was wir hier haben. Und dann gehen wir da mal durch. Und wenn wir die Tutorials zum Teil durch haben, und wenn wir 3-4 Autos haben, die wir testen können, dann machen wir eine Testfahrt-Party mal wieder. Also wo wir dann einfach auf den Testtrack gehen und ein bisschen Spaß haben. Gut, das soll es gewesen sein für diese Folge von Automation The Car Company Tycoon Game hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und wir werden die Szenarien jetzt alle einzeln durchspielen und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Bis denn. Tschüss.